Lohnt sich YouTube als Job? Die Frage habe ich jetzt schon häufiger gestellt bekommen und deshalb wollen wir uns heute in dem Video mal mit dem Thema beschäftigen. Ich denke, man muss das Ganze differenziert betrachten. Ich meine, zum einen haben wir die ganzen finanziellen Aspekte und das wird das Thema sein, das die meisten Leute meinen und zuerst dran denken, wenn sie darüber sprechen, ob sich YouTube als Job überhaupt lohnt. Um überhaupt Geld direkt mit YouTube verdienen zu können, brauchst du auch erstmal 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime, weil du dich dann zum YouTube-Partnerprogramm anmelden kannst und Geld mit den Anzeigen, die vor oder nach oder manchmal auch während der Videos laufen, verdienen kannst. Wenn ich jetzt meinen Kanal als Beispiel nehme, dann hat es bei mir 1,5 Jahre gedauert, ehe mein Kanal so groß war, dass ich diesem Partnerprogramm beitreten konnte. Das heißt, für 1,5 Jahre habe ich überhaupt gar kein Geld verdient. Und danach konnte ich Werbeanzeigen auf meinen Videos schalten und verdiene seitdem Geld mit YouTube. Und wenn wir jetzt in meine Analytics reinschauen, dann siehst du, mit knapp über 2300 Abonnenten verdiene ich so ungefähr 70 Euro im Monat. Das variiert natürlich so ein bisschen, je nachdem, wie gut meine Videos gerade performen. Aber du merkst schon, das ist jetzt nicht die Riesensumme an Geld, insbesondere wenn man sich überlegt, was das als Stundenlohn bedeutet. Vor allen Dingen auch noch, wenn ich die ersten 1,5 Jahre komplett umsonst gearbeitet habe. Jetzt gibt es aber noch ein paar Punkte, die wir klarstellen müssen. Zum einen ist das Partnerprogramm nicht die einzige Möglichkeit, um Geld mit YouTube zu verdienen. Ich habe dir ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, was man für Möglichkeiten hat, um Geld mit YouTube zu verdienen, wenn man noch unter 1000 Abonnenten ist. Das findest du hier oben. Und dadurch hast du auf jeden Fall noch Möglichkeiten, dein Einkommen natürlich nach oben zu schrauben, je nachdem, wie kreativ du in diesen Feldern bist. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Zahlen, die ich dir gerade gezeigt habe, skalierbares Einkommen sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei meiner Kanalgröße pro Monat 80 Euro verdiene, dann kann es durchaus sein, dass wenn mein Kanal 10-mal größer ist, ich auf einmal auch 10-mal so viele Einnahmen habe und nicht mehr nur 80, sondern eher 800 Euro verdiene. Und dadurch wird auch die Rechnung, was ich für einen Stundenlohn zum Beispiel bekomme, deutlich positiver. Oder alternativ könnte ich auch einfach mehr als nur ein Video die Woche machen, denn dadurch würde sich ja auch die Anzahl meiner monetarisierten Videos erhöhen, wodurch ich wieder mehr Einkommen generieren kann. Und solange ich dabei qualitative Videos erzeuge, das heißt Sachen, die einfach einen Mehrwert für dich als Zuschauer bieten, kann ich recht verlässlich davon ausgehen, dass mehr Arbeit auch zu mehr Einkommen führt, auch wenn ich immer noch zu einem gewissen Teil der Gnade vom Algorithmus ausgeliefert bin. Die Sache ist, wenn man sich überlegt, ob sich YouTube als Job lohnt, ist die Betrachtung vom Geld halt auch nur die halbe Wahrheit. Und für mich ist die eine Sache, die ich über alles andere in meinem Leben stelle, einfach Freiheit zu haben. Damit meine ich halt die Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will, wann ich will, mit wem ich will und vor allen Dingen auch nichts zu tun, worauf ich keine Lust habe. Und in meinem Bürojob habe ich meinen Chef, meine Aufgaben, meine Arbeitszeiten und muss halt einfach generell das tun, was das Unternehmen von mir verlangt. Oder wenn ich jetzt als klassischer Berufsfotograf arbeiten würde, dann habe ich auch hier meine Klienten und im besten Fall arbeitet man so ein bisschen kooperativ zusammen, aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel eine Hochzeit, wo man eher einfach nur der ausführende Part ist, ohne groß Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Und ich meine, bei dem Beispiel ist das auch völlig in Ordnung. Ich meine, Hochzeiten werden nicht dafür ausgerichtet, dass am Ende der Fotograf glücklich ist. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich an den ganzen Stellen irgendwo eine kreative Limitation habe. Und wenn ich jetzt YouTube-Videos mache, dann habe ich auf einmal ganz andere, beziehungsweise eigentlich auch fast gar keine Grenzen. Ich kann meine Kamera rausnehmen und dich mitnehmen auf eine Fotorunde, so wie letzte Woche. Oder ich kann mich hinsetzen und meine Gedanken zu irgendeinem Thema mit dir teilen, so wie heute. Und ich kann in Deutschland sein oder ich kann im Ausland sein. Also unterm Strich, ich kann mehr oder weniger einfach machen, was ich will. Und wenn ich jetzt ein Video zu irgendeinem Thema mache, dann hast du als Zuschauer ja die freie Wahl, ob du jetzt da draufklickst, ob dich das Thema interessiert, ob du dir das Ganze anhören willst. Und alles, was ich tue, ist mehr oder weniger ein Content-Angebot zu liefern, mit dem du interagieren kannst oder auch nicht. Von daher bietet mir YouTube die Möglichkeit, diese Stufe an Freiheit zu erreichen, die ich im gewöhnlichen Arbeitsleben zum Beispiel niemals erreichen könnte. Und es ist für mich ein ziemlich entscheidender Aspekt bei der Bewertung dafür, ob sich YouTube als Job jetzt lohnt oder nicht. Noch ein anderer Aspekt, der auch oft unterschätzt wird, ist der Aufbau von einer Gemeinschaft an Leuten, die an demselben Thema interessiert sind. Ich glaube, das ist super schwer nachzuvollziehen für jemanden, der jetzt nicht gerade selber irgendwie einen YouTube-Kanal hat oder, so sehr ich das Wort auch hasse, aber es passt halt gerade ganz gut, der jetzt gerade nicht irgendwie ein Influencer ist. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel früher immer Leute über den Community-Aspekt reden hören und habe den Hype darum halt irgendwie nie wirklich verstanden und habe das Ganze nie wirklich nachvollziehen können. Mittlerweile ist mein Kanal aber so sehr gewachsen, dass wir mittlerweile eine recht große Gruppe von Leuten haben, die regelmäßig miteinander interagieren. Das ist zwar zum einen der Kommentarbereich unter den Videos, wenn ich zu irgendwas meine Gedanken teile und wir dann da sehr konstruktive Diskussionen manchmal haben, wodurch ich nochmal einen komplett anderen Blickwinkel manchmal auf die Dinger bekomme. Es sind aber auch die Leute, die unter jedem einzelnen Video von einem kommentieren und die man irgendwann mit Name und Bild schon kennt und sich freut, die quasi wiederzusehen einmal die Woche und es einen auch richtig
richtig motiviert, dass man auf einmal so treue Zuschauer hat. Fairerweise was ich nie wirklich erwartet hätte. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man gefühlt auf einmal überall Leute kennt. Also wenn ich einfach überlege, wie oft mich schon Leute gefragt haben, ob wir in München mal irgendwie fotografieren wollen, oder ich scheinbar auch mittlerweile einfach irgendwo auf der Straße erkannt werde, wenn ich einfach so anonym durch die Gegend laufe. Oder auch, als ich mein Frankfurt-Video hochgeladen habe, auf einmal Einheimische auf mich zugekommen sind und gesagt haben so, ey, sie haben das Video gesehen, fanden das echt cool, das nächste Mal, wenn ich da bin, würden sie mich einfach rumführen, so ein bisschen Tourguide-mäßig und mir die weniger bekannten hübschen Ecken der Stadt zeigen. Und ich meine, das passiert mir, der gerade mal knapp über 2000 Abonnenten hat und ich will gar nicht wissen, wie das den Kanälen geht, die 10-mal oder auch 100-mal so viele Leute haben. Ich glaube, das muss der absolute Wahnsinn sein. Deshalb auch mal ein großes Danke an all die Leute, die mich bisher unterstützt haben und dabei geholfen haben, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Das wäre ohne euch gar nicht möglich gewesen. Wenn ich jetzt betrachte, ob sich YouTube als Job lohnt, dann kann ich das für mich persönlich nur ganz deutlich mit einem Ja beantworten. Auch wenn es jetzt vom Finanziellen her mein Haupteinkommen noch nicht ersetzen kann, dann sind diese Aspekte von Freiheit und Community für mich super motivierend und zeigen mir, dass ich generell auf dem richtigen Weg bin. YouTube-Videos zu machen fühlt sich für mich auf jeden Fall deutlich belohnender an, als irgendwelche juristischen Probleme bei mir im Büro zu lösen, mit der Aussicht, das noch 40 Jahre bis zur Rente machen zu dürfen. Aber wie gesagt, das ist auch eine komplett persönliche Meinung. Du kannst ja zum Beispiel in einer komplett anderen Lebenssituation sein oder auch komplett andere Werte oder Dinge haben, die dir wichtig sind und die du wertschätzt. Daher gibt es jetzt nicht die eine Wahrheit, die für alle zutreffen wird. Deshalb habe ich dir aber heute einfach mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben wollen, damit du dir deine eigenen Gedanken zu dem Thema machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.